Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter. Wir sind in Folge 353 von Simotrans mit dem Pack 128 German. So war das, glaube ich. Ja, wir haben hier diese Haltestelle, die mir nicht so ganz gefällt. Das liegt daran, dass die fahren immer nur in diese eine Bucht. Das heißt, dieses Schild hier, das wird irgendwie nicht richtig genommen. Das müssen wir mal gleich nach dem Intro gucken, dass wir das anders hinstellen, klein bisschen umbauen. Ich glaube, dann geht das vielleicht auch, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, die stehen da nämlich jetzt zwei und warten, wie doof, und das ist nicht richtig. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hier umstellen. Stadtstraße und Stadtstraße mit Diagonalen. Was ist das denn mit Diagonalen? Die will ich jetzt sehen, die Diagonalen. Sind das die Zebrastreifen, die gemeint sind, oder was sind das? Ja, weiß ich nicht. Dieses brauchen wir dann. Und bis dahin weg. Dann dieses Schild einmal dahin. Und das andere Schild hier WCH. Und siehe da, der erste LKW fährt schon darüber. Das sieht schon mal besser aus, denke ich dann. Jetzt sollte keiner mehr da stehen und warten, oder? Ja, der fährt auch in der nächste Haltebucht, der fährt schon in die dritte Haltebucht. Sehr gut, oder vierte. Okay, das sieht doch jetzt besser aus. So soll das sein. Es ist immer noch die Frage, warum steht der hier und warum sind zwei Haltebuchten? Haben wir mal irgendwelche LKWs gehabt, die doppelte Länge hatten? Haltlänge ist 1. War da mal Trecker am Fahren, wo Haltlänge 2 waren? Die haben alle Haltlänge 1. Das war der, glaube ich, den ich gerade hatte, ne, oder? Ja. Und dieses pinke Modell hat ja auch Haltlänge 1. Pinke, türkise natürlich. Ja. Da kommt noch ein grüner, aber der fährt ja sowieso in einer anderen Haltebucht. Ah, da ist er. Haltlänge 2. Okay. Für die war das. Aber die fahren ja da hinten hin. Okay. Alles gut. Läuft, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir nur weiter gucken. Machen wir hier wieder Liste auf, oder wie war das? Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Wartend. Wir können ja mal wartend Fahrzeuge in dieser Art und Weise machen. Wo ist das? Hier wahrscheinlich. Da wartet aber keiner so, dass das ein Problem ist. Achso, wir müssen wartend andere Richtung haben. So. Da sind ganz viele LKWs, die warten und Passagiere warten und Sackpost warten und hier warten auch noch 130 Tonnen Schüttgut Kohle. Wo sollen die denn hin? Schrott Kohle. Aber nicht hier rein, ne? Wo ist denn das Ziel für die Kohle? Müssen wir nochmal gucken. Kohlekraftwerk Ostdeutschland. Über Riedenburg-Rathorst. Ostdeutsches Kohlekraftwerk. Wo ist denn das? Ist das das zweite? Dieses hier? Altenau, Stadtwerk. Kohlekraftwerk? Jetzt muss ich es hier anpacken, um es größer zu ziehen. Nee, Menge. Zielort. Über Riedenburg-Rathaus. Riedenburg-Rathaus. Ach, das muss dann nach da hinten fahren, ne? Riedenburg ist ja hier hinten. Okay, und das sind Kohlezüge, die hier stehen wahrscheinlich und warten, bis sie hier voll sind und dann fahren sie erst, oder was? Das ist Nutzholz, das ist nicht der richtige. Das hier ist Schüttgut. Ja, dann machen wir das zu und lass dieses hier mal... Lass den mal gerade einmal fahren.
Wann ist er dran, ne? Wenn der raus ist, oder? Und ich das zumache, oder wie ist das? Nee, das kann ja aufbleiben. Ah, jetzt fährt er. Fährt er wirklich? Jetzt fährt er, okay. Ist dahin oder reserviert oder warum ist das blau? Ja, sieht so aus. Da ist er jetzt. 567. Er fährt in den Keller. Und siehe da, er lädt hier raus. Das heißt, das nach da hinten wird durch diesen Zug hier angehalten, weil der irgendwo 100% Ladung hat er da. Ja, ich glaube, das ist dann nicht richtig, ne? Dann machen wir da erstmal eine Null raus. Und dann fährt er immer hin und her. Auf jeden Fall fährt er ja erstmal hier reichlich Kohle immer da hin und her. Das ist 130 mal 1000, wie viel Liter? 1000? Keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken. 1700, also 100, wahrscheinlich 80 mal oder sowas fährt er auf jeden Fall hin und her. Und dann ist noch die Frage, für wen die Kohle ist. Vielleicht läuft irgendwo eine Produktion deswegen nicht, ne? Können wir auch mal gerade gucken gehen in Riedenburg. Da muss ja irgendwo irgendwer das mitnehmen dann, ne? Hier stehen Tausende von Passagieren. Das war Post, ne? Oh, auch reichlich. Schüttgut wartend. Auch reichlich Kohle wartet hier. Kohlekraftwerk Ostdeutsches über, ja, Floto. Noch ein Kohlekraftwerk über Hardexen Stahlwerk. Hardexen Stahlwerk wäre aber hier lang zu fahren. Das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Hardexen und Alexa, die können sich nicht ab, ne? Dann quatscht die immer. Stopp! Stahlwerk alt. Kraftwerk, Zement, Chemie, ja, okay, da müssen wir gucken. Jetzt machen wir mal schneller. Da muss ja irgendwann der Kohlezug hier eintrudeln, da kommt er. Und wo gehen die hin? Ah, hier, bei den 9600 gehen sie hin. Ja, guck mal, der hat auch ein bisschen drin. Okay, das bedeutet, hier muss ja irgendwo ein Schiff dann kommen, was das Schüttgut mitnimmt, oder? Riedenburg-Floto, Straße, Straßenbahn, Güterzug, Kohle, ja, das haben wir. Also muss Riedenburg-MS sein oder so. Ne, Fahrzeugliste hier. Ne, das ist ein Containerschiff, das kann es schon mal nicht sein. Riedenburg-Floto, das wird's das sein, oder? Ja, da ist was drauf. Allerdings sind die alle schwarze Zahlen am Schreiben, also ist eigentlich gut, ne? Davon ist natürlich nur das eine hier. Aber das hat auch noch 400 Tonnen Kohle. Wow, dann würde ich sagen, können wir da doch eins zukaufen. Weil das ist ja wohl jetzt gerade nicht so viel, ne? Benötigt wir Kohle. Gibt es denn da schon was Größeres? Ne, ne? 400 Tonnen ist schon das Größte. Ja, 400 Tonnen ist das Größte. Riedenburg-Floto ist der Fahrplan. Naja. Ich kopiere das mal. Kopiere das nochmal. Starte das. Lass den dann mal rausfahren. Der erste fährt da jetzt raus. Zeitgleich will ich sie jetzt nicht fahren lassen, weil das nicht immer so schön ist. So, er ist schon geladen und fährt. Dann kann der nächste raus. Kommen natürlich gerade zwei andere Schiffe an.
Burp. Macht's. Okay, und starten wir noch das letzte. Das sind drei, nee, vier habe ich jetzt. Drei fahren hier los. Eins, zwei, drei. 1600 und der Zug bringt 1700. Okay, dann geht's sich nicht auf, aber naja, wir haben da ein bisschen Reserve. Gut, dann ist das auch geregelt. Können wir das hier erstmal zumachen. Und na, das war jetzt hier die Liste, die wollte ich wohl noch mal da reingucken. Fahrzeugliste gewinnen. Ne, Fahrzeugliste ist dann falsch, oder? Ne, Fahrzeugliste ist schon richtig. Bezeichnung. Gewinnen. Hatten wir nicht eben wartend oder so? Alle? Naja, gewinnen ist jetzt auch egal, ne? Das ist richtig miese. Hardex und Stahlwerk, aber das ist. Naja, müssen wir mal gucken, wo die langfahren oder nicht langfahren, ne? Das ist ein gemischter Zug, den müsste man eigentlich nochmal auflösen hier, ne? Wo fährt denn der lang? Da. Schwierig. Schwierig. Aber ach, der fährt erstmal, lassen wir mal fahren. Müssen wir mal gucken. Die Post fährt auch miese ein. Wo fährt die denn lang? Achso, die vom Eierhof kommt die. Geflügelhof, nicht Eierhof. Wie, der fährt auch miese? Ne, der fährt schon Gewinn ein, okay. Ja, das ist der Grat ist hier nicht. Ist die, aha. Was denn jetzt hier passiert? So, das waren Züge. Züge sind fast alle im Plus, bis auf dieser hier. Ist klar, ne? Was war das denn? Schiffe nicht? Ach, Monorail ist das, okay. Straßenbahn. Die Tatra T30 ist irgendwie alt oder sowas. Nee, keine Ahnung, warum die rot ist. Ach so, 10.000 Miese, alles klar. Wo fährt denn die? Tatra fährt da in Riedenburg. Tja, da fährt eine und da fährt eine. Die eine fährt plus ein. Und die andere fährt wahrscheinlich minus ein. Fährt aber hier mit genug, ne? Weißt du was? Dann machen wir mal so, dass wir die zweite nehmen. Das ist ja die. Machen wir den Fahrplan gerade auf, dann bleibt die stehen. Lass die andere mal ein bisschen weiter weg sein und dann probieren wir es nochmal, ne? Und ich glaube, die ist zu dicht aufeinander gefahren. Deswegen klappt das vielleicht nicht. Wo fährt die denn lang? Da unten. Ich denke mal, wenn die hier so ist, dann können wir die andere wieder starten. Dann klappt es vielleicht auch mit dem Plusfahren. Aber vielleicht fährt die dann auch eher Minus, ne? Kann auch sein. Schwierig. Aber auf jeden Fall wichtig, dass sie da dran ist. So, jetzt fährt sie um eine Kurve da nochmal. Die nächste Kurve und dann fährt sie los. Die andere. Dann müsste das ungefähr die Mitte sein, ne? So, jetzt lasse ich die wieder fahren. Aber wir können natürlich gerade drauf bleiben und mal gucken, was so einsteigt und aussteigt dann, ne? Dreier sind gerade drin. Von 234 ist natürlich nicht viel, ne? Und jetzt sind Sechse schon mal drin. Auch nicht das meiste, ne? Stehen hier denn Leute? Da stehen 13.685 Passagiere. Und wo wollen die alle hin? Hardexen. Floto. Am Schiff.
Adenauer. Hadek. Memorias. Flotho. Ich glaube, das ist alles hier über Dingens, ne? Ach, das war auch Flotho. Das ist alles Schiff. Außer Adenauer. Das ist Zug. Fährt ihr überhaupt einen Zug? So, das können wir hier auch sehen. Schiff, Straßenbahn, Zug, Güterzug, Personenzug, da ist er. Ja, sind drei Stück, vier, fünf Stück drauf. Müsste also klappen eigentlich. Naja, okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wo ist jetzt den machen wir zu hier? Wo ist jetzt die zweite Bahn hin? Ich glaube, das müsste sie sein, oder? Hat jetzt 31 drin. 48. Die erste ist jetzt hier hinten. Die hat natürlich 120 da drin, ne? Machen wir gerade nochmal schneller. 89. Wo ist denn die jetzt? Hier hinter wahrscheinlich, ne? Ja. Hinter der Kirche mit 89. Und die hat hier 109. 91, aber jetzt sind sie 59. 62. 5 hat die nur noch. Die hat jetzt wieder 33. Die hat 7, die hat 19. 35. 52, 35. Ja, es ist jetzt mehr ausgeglichen. Jetzt hat die aber auch keine gekriegt hier vorne, glaube ich. Und die zweite, wow, die hat jetzt die 187 abgeholt, weil da gerade wahrscheinlich der Personenverkehr kam. Naja, das wird schon werden, denke ich mal. Das müssen wir dann mal vielleicht nochmal beobachten. Ich würde erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.